Noch ein Tag und noch ein Tag und noch ein Tag. Jetzt ist es soweit. Jetzt werden wir es wissen. Hoffentlich. Falls nicht noch so eine kleine Nebengeschichte reinrutscht. Aber jetzt geht's weiter. So. Die Magd ging zögernd wieder hinaus. Sie hätte gern auf 100 Fragen Bescheid gehabt. Indessen fürchtete sie sich vor der ungewöhnlich feierlichen Miene ihres hochwürdigen Herrn, der hinter dem Tische Platz genommen hatte, sich öfters die Stirn mit dem bunten Taschentuch trocknete und stumm das erste Glas des roten Valentiners einschenkte. Aber ohne es mit dem gewohnten Kennerzug an die Lippen zu führen. Denn seine Zunge war bitter von dem Vorgeschmack vieler unliebsamer Worte, die nun in der nächsten Zeit gesprochen werden musste. André aber brach das Schweigen und sagte: Sie verzeihen wohl, hochwürdiger Herr, wenn ich mich setzen muss, aber wir sind heute 14 Stunden über die Berge gewandert und dazu die Angst und Not mit dem armen Weib und Hunger und Kummer. Die Knie wollen mich nimmer tragen. Wenn Sie wüssten, Hochwürden, was wir ausgestanden haben, so sähen Sie wohl nicht so strenge von mir weg. Denn Sie sind allzeit ein barmherziger Herr gewesen und haben keinen reuigen Sünder ohne Trost und Stärkung von sich gelassen. Der kleine Seelsorger schien von diesen demütigen Worten getroffen zu werden. Er hob das Glas, ließ es erst gegen die Kerze in seiner roten Glut spielen, trank einen bedächtigen Schluck und reichte es dann seinem Zögling, dem er jetzt zum ersten Mal gerade ins Gesicht zu sehen wagte. Trink einmal, André, sagte er, du wirst's brauchen können. Es ist Valentina aus den besten Lagen, kaum 4 Wochen von der Kälte weg. Ich habe ihn heute erst bekommen. André nahm das Glas, trank es mit einer ehrerbietigen Verbeugung gegen den geistlichen Herrn auf einen Zug aus und sagte, indem er es wieder über den Tisch reichte: Ich danke Ihnen, Hochwürden. Aber was ich fragen wollte und worauf Sie mir vor Gottes Angesicht antworten müssen, bin ich der Maria Ingram? Gott hab sie selig, ihr Sohn oder bin ich's nicht? Damit war er wieder aufgestanden. Trotz seiner Erschöpfung ließ es ihn nicht zur Ruhe. Er stemmte die geballten Fäuste, beide auf einen Teller, der vor ihm stand, und heftete den traurigen Blick gespannt auf das Gesicht seines geistlichen Freundes, der in nicht geringer Unruhe auf seinen Armsessel hin und her rückte. Mein Sohn, sagte er jetzt, wenn du mir versprechen willst, keine weiteren Fragen zu tun, will ich die eine dir beantworten. Deine Mutter hat nur ein Kind zur Welt gebracht, die Moidi. Nun du das weißt, gib dich über alles andere zufrieden, denn mehr zu sagen verbietet mir mein kirchlicher Gehorsam und würde dir auch zu nichts frommen. Die Spannung auf dem Gesicht des jungen Mannes ließ plötzlich nach. Die Züge wurden nur kummervoll und hoffnungslos. Ich danke Ihnen, sagte er, aber es hilft mir nicht viel, denn das habe ich schon gewusst, auch wenn mir es niemand gesagt hätte. Meine Mutter könnte es nicht gewesen sein, und ich würde mich auch damit zufrieden geben, denn am Ende, wenn meine Eltern ohne mich fertig werden können, muss ich wohl auch ohne sie helfen lernen und hab's schon lange genug getan. Aber das arme Weib, Hochwürden, das Tag und Nacht keine Ruhe hat, weil sie meint, es wäre alles nur gelogen von der Mutter, weil sie mich zu sehr gehasst hat und von mir, weil ich meine Schwester zu lieb gehabt hätte. Nein, Hochwürden, da hilft nichts als Brief und Siegel, sonst fürcht ich, sie macht's nimmer lang, denn es ist gar erbärmlich, wie sie sich's zu Gemüte gezogen. Und sie wissen wohl, sie hat eine schwache Stelle irgendwo in ihrem Kopf, mit der sie nichts anzufangen weiß. Er setzte sich wieder mit dem Ausdruck tiefer Ermüdung. Der Hilfspriester aß, trank mechanisch, mehr um seine Verwirrung zu verbergen, als weil ihn die Speisen gelockt hätten, von denen er keinen Bissen schmeckte. Erzähl erst, sagt er, wie es so weit gekommen ist. Hernach wollen wir dann schauen, was sich noch gut machen lässt. Wo hast du die Monate gesteckt, dass kein Hahn nach dir krähen konnte? Nicht in der Kutte, hochwürdiger Herr, sagte der Bursch, und seine Zügel heiterten sich in der Erinnerung an die gefährliche und listige Abenteuer ein wenig auf. Sehen Sie, fuhr er fort, als mir die Moidi zuerst sagte, ihre Mutter habe mich als einen Findling oder Gott weiß woher von der Alm mit heruntergebracht, da war mir's, als käme ich plötzlich aus glühenden Ketten und Banden los, die ich alle Zeit mit mir geschleppt hatte,
und die auch im Kloster droben, nicht von mir abfallen wollten. Denn nicht einmal in der heiligen Beicht hat mir's über die Zunge gewollt, was ich die letzten Jahre von her von wegen der Meudi ausgestanden hab. Und dass ich's nicht überleben würde, wenn ein anderer sie heimführte, und das wusste ich ja wohl, dass es eine Todsünde war, wenn ich wirklich der Sohn ihrer Mutter gewesen wäre, und doch konnte ich's nicht von mir abtun. Denn es war stärker als ein bisschen Verstand und Religion und alles, was ich von ihnen gelernt und den heiligen Büchern gelesen hatte. Als ich's aber mit Händen greifen konnte, dass ich mich die langen Jahre unnütz abgehärmt hatte und gar nichts Sündhaftes dabei sei, wenn ich das Mädchen lieber als mein Leben hätte, da bin ich plötzlich ganz lustig in mir geworden und hab mir sogleich vorgesetzt, mein müsst sie werden, und wenn der Kaiser selbst uns wollt, auseinanderreißen lassen. Denselben Abend aber habe ich mir noch nichts merken lassen. Nur, wie ich in meiner Zellen gesessen bin, da hätte ich singen und jauchzen mögen, so laut, dass man's bis nach Meran hinunter hätte hören wollen. Ich habe aber allerhand Sachen herzurichten gehabt, auch den Brief geschrieben an die Rosine, und so ist die Nacht auch endlich herumgegangen. Und dann, da es noch kaum dämmerig war, stand ich schon unten und holte das arme Ding ab, das keine Ahnung hatte, was werden sollte. Ich tat auch zu Anfang ganz vernünftig, bis wir ein paar Stunden weit weg waren, redete immer von der Wallfahrt, und sie war nicht böse darüber, dass ich sie mit mir nahm, denn sie hätte gern noch ein Stück weiter in die Welt hineingeschaut. Als wir aber hoch oben zwischen den Bergen waren und sie immer neugieriger fragte, wo es denn hinginge, ließ ich sie ein wenig niedersitzen, ins Moos, trat hinter einen Felsen und kam gleich wieder darauf hervor, aber nicht mehr als Kapuziner, sondern in der Jacke und Hosen und allem, wie ich's getragen hatte in der Nacht, als ich von Goyen wegfloh. Denn die Sachen, die dem Franz gehörten, hatte ich noch immer nicht zurückgeschickt. Da lachte sie erst über die Maßen und sagte, ich gefiel ihr viel besser so als in dem langen Klosterrock, und wir aßen zusammen auf, was ich heimlich mitgenommen hatte. Dann aber wurde sie auf einmal still, und ich musste ihr wohl ganz besonders vorkommen, denn sie nahm mich scharf ins Gebet. Und als ich endlich in meine Herzensfreude damit herausplatzte, ich würde nimmermehr in die Kutte zurückkriechen, auch gar nicht wallfahren gehen, sondern sie als mein Weib in die weite Welt entführen, erschrak sie gewaltig und fing heftig an zu weinen. Ich aber gab ihr die besten Worte und blieb ganz ruhig, damit sie nur nicht wieder einen Anfall bekäme von ihren alten Krämpfen. Und so, während ihre Tränen immer langsamer flossen, setzte ich ihr auseinander, dass es gar nicht anginge, erst wieder nach Meran zu gehen und bei Pontius und Pilatus anzufragen, ob sie auch nichts dagegen hätten. Das gäbe einen noch viel größeren Lärm, als wenn wir gar nicht wiederkämen, und wenn wir endlich doch mal Heimweh nach unserem Häusel entleiden sollten, kämen in Meran wieder zum Vorschein als Mann und Frau, so müssten's alle eben hinnehmen, wie es wäre. Sie sollten nur einmal an den alten Hirzer denken und den Franz, wie die aufbegehren würden, wenn ich plötzlich vor sie hinträte und sagte, die Moidi ist mein, und ich gebe sie nimmer heraus. Und die Tante Anna und der Herr Dekan und die ganze Stadt, die uns so lang als Bruder und Schwester gekannt hatten, und das Geschrei und Geschreibe auf dem Amt und allen Teufeln. Und zuletzt spielte ich den besten Trumpf aus und sagte, wenn ihr freilich der Franz lieber wäre als ich, so möcht sie's nur dreist sagen. Es wäre noch nicht zu spät, umzukehren und einen Abschied zu nehmen, auf Nimmerwiedersehen. Da hielt sie's nicht länger aus und fiel mir um den Hals und rief unter Lachen und Weinen, dass sie keinen anderen Willen hätte als den meinigen. Und hernach half sie mir selbst, große Steine über die Kutte zu wälzen, dass niemand sie finden und unseren Weg danach aufspüren sollte. Und denselben Tag sind wir noch viele Stunden weit gewandert, seelenvergnügt und immer in der Einsamkeit, und haben manchmal zurückgeschaut nach der Gegend, wo Meran liegen musste. Und über den Franz unsere Schadenfreude gehabt, der nun ohne Braut nach Hause fahren und den Spott aller Leute erdulden musste. Ich hab auch wohl an sie gedacht, Hochwürden, dass sie mir's übel nehmen könnten, und an meine Pate und die Rosel, die immer noch gut mit mir gemeint haben. Aber das hielt nicht lange vor, denn wenn ich die Moidi neben mir ansah, die ich nun herzen und küssen durfte, so viel ich wollte, und die geduldig dazu stillhielt, nun, Sie können das freilich nicht wissen, Hochwürden, wie es einem ist, wenn er mit so einem Schatz so Mutterseelen allein unter freiem Himmel hinwandert.
Aber wenn sie auch einmal so gut gehabt hätten, zumal nach so langer Not, würden sie uns beiden die Sünde nicht so schwer anrechnen, sondern uns das bisschen Glück wohl gönnen, das so nicht lange gedauert hat. So richtig schlau bin ich noch nicht.